Hallo, heute gibt es eine Runde Pilates. Dazu geht ihr nach unten auf den Boden. Vielleicht hast du eine Matte oder auf einem dickeren Teppich. Ja, dann lass uns beginnen. Du beginnst im Sitz, ordnest deine Füße hüftbreit, spürst dein Becken auf dem Boden. Deine Sitzbeine sind die markanten Höcker, die du dort unten auf dem Boden spüren kannst, und die schiebst du jetzt beide fest nach unten in die Matte, in den Boden, richtest dich darüber auf. Die Sitzbeine tief, die Schultern entspannt, den Kopf nach oben und du ziehst dich immer länger mit dem Kopf hoch, mit dem Becken tief, den Bauch nach innen anspannen, dann merkst du auch, wie der untere Rücken sich stabilisiert. Und aus dieser geraden Aufrichtung kippe dein Becken hinter die Sitzbeine, auf die Sitzbeine. Du kippst hinten, der untere Rücken rollt sich ein Stück ein und du richtest dich wieder auf. Zurücksetzen könntest du ausatmen und aufrichten in der Einatmung. Kippen, achte auf den Kopf, du versuchst die Halswirbelsäule ganz lang zu lassen. Also immer eine Faustbreit hast du Platz unter dem Kinn. Bauchdecke innen, ausatmend hinten, einatmend in die Länge. Lass die Arme auf Höhe deiner Schultern. Kippen, zurücksetzen und in die Länge gehen. Ausatmen, Bauch fest, einatmend, länger. Wenn deine Füße nicht ganz so beweglich sind im Fußgelenk, kannst du auch die Fußspitzen hochziehen, dass du auf der Ferse bist. Probiere dich dort aus. Ich lasse die Füße am liebsten stehen. Und jetzt kommt eine neue Bewegung dazu, die Rotation. Öffne einen Arm nach hinten. Nimm den Kopf mit in die Bewegung, verfolge deine Hand. Da sind jetzt die schrägen Bauchmuskeln gefragt. Die Variante der Füße. Achte darauf, dass du mit den Kniegelenken hier auf einer Ebene bist, dass du im Becken nicht verschiebst. Hinten sitzen, aufrichten. Und noch zweimal. Und dann bist du wieder aufgerichtet. Das Becken bleibt jetzt fest sitzen und du arbeitest nur hier aus dem Schultergürtel raus. Mobilisiere dir den oberen Rücken. Und es geht nach oben. Lass dein Becken fest mit dem Boden verbunden. Und schiebe den Arm nach oben, aus der Schulter raus. Und dann sind beide Arme wieder vorn. Und du kommst ein Stück zurück. Nimm ein Bein mit nach oben, halte dich fest auf den unteren Rücken und von dort wieder nach oben. Unterstütze, indem du mit der Hand auf dem Schienbein bist, mit Kraft deines Bauches rollst du ab, bremsen und auf, Bauchdecke fest. Ausatmen, einatmen unten, ausatmen, komm wieder hoch. Ausatmen tief, unterer Rücken satt in die Matte, ausatmen hoch. Und ein letztes Mal. Unten. Und wieder auf. Und nochmal. Unten bleiben. Beide Beine einmal ranziehen an den Rumpf. Und du legst dich unten ab. Richte dich jetzt auf den Boden ein, sodass du auch Platz hast für den Kopf, für die Beine. Schau mal, dass du hinter neben dir auch noch ein bisschen Bewegungsfreiheit hast. Und du richtest dich jetzt hier unten auf der Matte ein.
stellst die Füße hüftbreit auf, lässt das Becken in die Matte sinken, die Schultern rutschen tief, der Kopf verlängert sich ans Ende der Matte heran, sodass du dich wieder in die Länge ziehst mit dem Steißbein zu den Füßen und mit dem Kopf nach oben raus zum Ende der Matte. Den Bauch aktivieren, ganz leicht nach innen. Achte darauf, dass du den unteren Rücken nicht in die Matte presst, sondern du willst auch hier ein bisschen Länge haben im unteren Rücken. Schultern entspannt und du beginnst mit den Armen. Einen Arm führst du zurück, dabei könntest du einatmen und du spürst, wie du hier die Länge aufbaust im Oberkörperbereich, in den Rippen. Einatmen lang, ausatmen tief. Vielleicht sagt dir der Begriff Lippenbremse etwas. Wenn du also deinen Mund, die Lippen halb geöffnet hast und dabei ausatmest, dann aktivierst du automatisch den Beckenboden. Versuche dich also daran zu erinnern, in jeder Ausatmung durch die Lippenbremse, versuch hier unten im unteren Bereich im Becken wie eine Hose festzuschließen. Der Beckenboden spannt sich mit an. Ein letztes Mal, diese Bewegung wird dynamischer. Auf Höhe der Hüften und Höhe der Ohren hört die Bewegung auf. Du brauchst also nicht den Boden zu berühren. Spürst deine Schulterblätter im Boden und atmest ganz gleichmäßig. Einatmend denkst du in die Länge. Ausatmend denkst du an die Spannung. Lass die Arme laufen, wie bei einer Windmühle, ganz gleichmäßig. Und du richtest deine Arme über der Schulter ein und es geht nach rechts, der Kopf geht mit nach links. Hier ist es wieder am Becken fest zu bleiben, die Beine bleiben stehen, die Knie bewegen sich nicht mit. Versuche den Abstand der Hände zueinander gleich zu lassen, als ob du einen Ball zwischen den Händen festhältst. Und hier ist nochmal der Bauch fest. In eine Richtung ein, in die andere Richtung ausatmen. Und ein letztes Mal. Dann sind die Arme wieder über der Schulter. Die Schultern rutschen nochmal tief nach unten in die Matte. Und die Arme ziehst du jetzt einmal nach hinten, holst deine Hände an die Ohren, ziehst hier nochmal den Nacken lang und in der nächsten Ausatmung hebst du den Oberkörper, löst ein Stück der Schultern und dann kommst du wieder zurück. Aufrollen. Den Bauch nach innen schauen lassen. Ausatmend auf. Einatmend. Abrollen, lang bleiben. Denk nochmal hier an die Faust, die unter dein Kinn passt. Auch wenn du den Kopf ein bisschen nach oben trägst, lass die Halswirbelsäule lang. Ausatmend auf. Einatmend ab. Und jetzt bleibst du hier oben. Hast die Arme mit ausgerichtet über den Schultern und es geht wie eben in das Schulterrollen. Einatmend, ausatmend. Finde deinen Atemrhythmus. Halte das Becken ruhig, halte die Knie ruhig. Du merkst schon, der Bauch muss etwas mehr tun. Schön gleichmäßig atmen. Wenn dir die Atmung etwas schwer fällt, konzentriere dich auf die Spannung und lass den Atem fließen. Du kannst nichts verkehrt machen. Komm ein letztes Mal. Finde die Mittelposition. Halt noch einmal, komm eins höher und dann rollst du ab. Schiebst die Arme einmal lang, machst die Beine einmal lang.
Recken und strecken. Gut gemacht. Zweite Runde. In der Rückenlage. Du lässt die Füße wieder hüftbreit stehen. Entspannst die Arme neben dem Rumpf. Ziehst die Wirbelsäule wieder lang, den Kopf ans Ende der Matte, das Steißbein in Richtung deiner Fersen. Und jetzt beginnst du mit dem Becken in die Matte zu schaufeln. Du schiebst das Becken mit dem unteren Rücken satt in die Matte und löst es wieder vom Kreuzbein auf das Steißbein. Jetzt bist du hohl auf das Kreuzbein. Und wieder zurück. Das mach auch noch ein paar Mal für dich. Spüre den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule. Und jetzt achtest du auf deine Füße. Deine Füße stehen fest auf dem Boden. Und wenn du jetzt das Gewicht auf den Rücken schiebst, auf den unteren Rücken, dann merkst du, wie auch ein Stück dein Steißbein nach oben möchte. Mache einen festen Fußabdruck. Hebe das Becken und roll es wieder zurück. Versuch es gleich nochmal. Aktiver Fußabdruck nach unten, das Steißbein hebt sich, nimmt das Gesäß mit und du rollst immer höher. Du baust eine Brücke, lässt die Schultern entspannt, tauchst den Bauch nach innen, Wirbel für Wirbel, komm langsam immer höher. Achte darauf, dass der ganze Fuß stehen bleibt, fest in der Matte, immer höher und dann bist du in der Brücke angekommen, die Schultern bleiben auf dem Boden, die Füße stemmen nach unten, das Becken ist angehoben, Bauchdecke rein, zieh dich hier nochmal lang und du beginnst ganz langsam, einen Fuß vom Boden zu heben, ohne dass du die Linie der Hüfte hier verlierst. Du möchtest also hier nicht sinken, die Hüften wollen auf einer Linie bleiben. Hebe, immer im Wechsel, ganz leicht. Es kommt hier nicht auf die Höhe an, es kommt auf die Spannung an. Lasse das Becken oben stehen, zieh den Bauch nochmal rein. Versuche so noch vier kleine Schritte. Das ist jetzt eher was für deine Rückseite, für den unteren Rücken, Gesäßmuskulatur. Der letzte Schritt. Und dann stellst du deine Füße wieder ab, hältst noch einen Augenblick, hebst das Becken höher, nimmst die Arme mit. Ziehst sie nach hinten, rollst das Becken fast ab und dann hebst du wieder und schiebst die Arme tief. Wirbel für Wirbel. Einatmend könntest du runtergehen und in der Ausatmung steig wieder auf. Komm, schaffe das noch zweimal. Und jetzt roll ab, bleib hier hinten, hol deine Beine an den Rumpf, hebe den Kopf, roll dich einmal ganz rund ein, du kannst einmal rechts, einmal links ein bisschen schaukeln, ein bisschen kreisen, schön klein eingerollt und stell die Beine wieder ab, leg den Kopf wieder ab, zieh dich hier noch einmal lang. Spannung aufbauen, Länge aufbauen, ein Bein hebst du. Das wäre die Position des Tisches. Dein Unterschenkel schaut parallel zum Boden, 90 Grad im Knie. Du wechselst auf die andere Seite und das versuchst du ganz gleichmäßig zu schaffen. Die Schultern liegen, der Kopf ist lang, der Bauch ist fest. Hier der untere Rücken sucht die Matte, aber nicht pressen. Schön weiter atmen. Achte darauf, der Abstand Unterschenkel, Oberschenkel bleibt gleich.
Also versuch nicht hier im Knie zu arbeiten, sondern diese Bewegung, die holst du aus der Hüfte. Schön atmen. Deine Arme kommen mit dazu, erinnere dich an die Windmühle. Und du lässt die Arme mitgehen, das ist vollkommen egal. Man macht automatisch eigentlich die richtige Bewegung, die Windmühle und die Schrittübung. Stabilisieren deinen Körperkern. Wenn du etwas mehr möchtest, dann nimmst du noch den Kopf mit dazu. Denk nochmal an das Kinn. Und schön weiteratmen. Ruhig und gleichmäßig. Auch wenn es anstrengend wird, die Übung bleibt exakt. Nicht hier schummeln und klein werden. Schön weiter. Den Abstand halten. Noch 4 Schritte. Noch 3 Schritte. 2. Und der letzte Schritt. Du holst die Beine an der Rückseite in deine Hände. Und ziehst den Oberkörper vom Boden weg. Setz dich ins Boot. Und rollst nochmal nach unten ab. Hebst den Oberkörper. Du willst die Füße fast auf den Boden bringen. Die Hände hast du hier mit zur leichten Unterstützung. Und das Ganze versuchst du jetzt etwas dynamischer. Rund rollen. Rund wie ein Ball. Du rollst über den ganzen Rücken maximal bis zu den Schultern, nicht auf den Nacken. Jawohl. Und das kannst du noch ein paar Mal länger machen. Ich verkürze diese Übung, damit wir noch in eine Ausgangsstellung gehen können. Und das ist der Vierfüßlerstand für deinen Rücken. Richte dich auf deiner Matte oder auf deinem Boden ein. Mit den Händen unter der Schulter und mit den Kniegelenken unter der Hüfte. Bring das Gewicht auf die Außenkante der Hand, spreize die Finger. Drücke dich aktiv vom Boden weg. Den Kopf nach vorn schieben, die Knie unter der Hüfte und die Wirbelsäule lang ziehen, wie ein Tisch. Aktiviere hier den Bauch, dass du den unteren Rücken gerade halten kannst. Wie eine Tischplatte. Und du versuchst einmal in die Bewegung der Katze, rollst dich ganz rund ein, ziehst dich wieder in die Mittelposition, das wäre der Tisch. Und hier stellst du dir einfach das Pferd oder die Kuh vor und auch dann wieder die Mittelposition. Ein paar Mal wechselst du so von der Katze in das Pferd. Das mobilisiert deine Wirbelsäule. Auch ich verkürze diese Übung etwas. Du kannst das gern noch ein paar Mal länger für dich machen. Du findest jetzt die Mittelposition, den Tisch und es geht in die Diagonale mit einem Arm und einem Bein. Rausstrecken, die Fußspitze darf über den Boden schleifen. Lang werden. Aktiver Handabdruck für die Hand, die das stützt. Zieh dich lang. Lass den Tisch aktiv, der Rumpf ist fest. Jawohl. Die rechte Hand, das linke Bein. Bleibe hier. Zieh den Arm auf die Seite. Und jetzt komm in den Tunnel. Unter den linken Arm. Richte dich wieder auf, öffne in den Tunnel und öffne. Ausatmend könntest du in den Tunnel gehen und einatmen, öffne und schieb die Hand bis zur Decke. Denk nochmal an den Bauch und hier oben ein ganz klein bisschen nachfedern. Und wieder absetzen, der Seitenwechsel. Bei mir ist es der linke Arm und das rechte Bein. Außen, in den Tunnel und öffnen. Achte auf dein Bewegungsende. Du gehst bis dort, wo du dich wohlfühlst und versuchst jedes Mal ein bisschen
bisschen mehr das Bewegungsende nach hinten zu schieben. Spüre hinein und bleibe dort. Noch ein ganz klein wenig nachfedern. Blick in die Hand und wieder zurück. Jetzt setzt du deine Knie ein Stück hinter die Schulter, die Hände ein Stück, die Knie hinter die Hüfte und die Hände vor die Schulter. Das wird sonst eine andere Übung, glaube ich. Die machen wir dann das nächste Mal. Zieh das Becken zurück, setz dich aber nicht ganz auf die Ferse. Und jetzt schiebst du deine Schultern vor die Hände. Das Becken zurücksetzen, lang werden und die Schultern zu den Händen. Dabei musst du dein Becken wirklich gut festhalten. Pass auf, dass nicht das passiert. Du hältst mit dem Bauch deinen Rücken fest, das Becken fest. Vorn einatmen, hinten in die Länge gehen. Und jetzt komm nach unten. Tief, beuge die Arme. Ausatmet. Tief. Immer wenn es anstrengend wird, dabei möchtest du gerne ausatmen. Du kennst den normalen Liegestütz, ich zeige ihn dir. Da gehen die Ellenbogen nach außen. Den möchtest du nicht machen, du möchtest den Pilates-Liegestütz machen. Du schickst die Ellenbogen an die Taille. Wenn du bis hier kommst, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du bis hier kommst, ist es noch besser, da bist du sehr gut trainiert. Achte darauf, dass die Ellenbogen nicht hier nach außen klappen. Zieh sie eng an die Taille. Die Ellenbogen wollen die Taille küssen. Einatmet hinten, ausatmet noch zwei mehr. Denk an die Lippenbremse, denk an den Beckenboden. Komm, der letzte. Und dann, jetzt darfst du dich hinten absetzen. Mach dich ganz klein. Für die, die vom Pilates kommen, die kennen diese Position als die Position des Kindes. Atme in den Rücken hinein. Bleibe ruhig noch einen Augenblick in dieser entspannten Haltung. Das hast du gut gemacht. Prima. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Tschüss.